Zu Wort ist nun niemand mehr gemeldet. Damit ist die Debatte geschlossen. Ist seitens der Berichterstattung ein Schlusswort gewünscht? Das ist nicht der Fall. Damit kommen wir zur Abstimmung, die ich über jeden Ausschussantrag getrennt vornehme. Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 6. Entwurf betreffend Covid-19 Überführungsgesetz samt Titel und Eingang in 2048 der Beilagen. Wer spricht sich dafür aus? Den bitte ich um ein Zeichen. Das ist mit Mehrheit so angenommen. Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. Der Gesetzentwurf ist in dritter Lesung mit Mehrheit angenommen. Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Philipp Kucher, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Gesundheitsversorgungspaket. Wer spricht sich für diesen Entschließungsantrag aus? Das ist die Minderheit abgelehnt. Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Dagmar Belakovic, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Corona-Wiedergutmachungsfonds des Bundes. Wer ist für diesen Entschließungsantrag? Das ist die Minderheit abgelehnt. Wir kommen zur Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 7. Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Suchtmittelgesetz geändert wird, samt Titel und Eingang in 2055 der Beilagen. Wer spricht sich für diesen Gesetzentwurf aus? Das ist einstimmig so angenommen. Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. Der Gesetzentwurf ist in dritter Lesung einstimmig angenommen. Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 8. Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Apothekengesetz und das Arzneimittelgesetz geändert werden, samt Titel und Eingang in 2053 der Beilagen. Wer sich dafür ausspricht, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist einstimmig so angenommen. Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. Der Gesetzentwurf ist in dritter Lesung einstimmig angenommen. Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 9, Antrag des Gesundheitsausschusses, seinen Bericht 2058 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Wer ist für diese Kenntnisnahme? Der Bericht ist mit Mehrheit zur Kenntnis genommen. Und